Meine lieben Schwestern, meine lieben Brüder, wenn wir mit den beiden Heiligen des heutigen Tages sagen, wir feiern zwei große Kirchenlehrer aus dem Osten, dann glauben viele schon, wir hätten damit erschöpfend Auskunft gegeben. Natürlich, die ein oder andere Schrift ist uns vielleicht sogar schon einmal begegnet, wir haben gehört davon. Aber das Erste ist, wenn man sich diesen Männern der Frühzeit der Kirche nähert, dass wir den unendlichen Abstand ermessen, der uns auch von ihnen trennt. Gregor etwa ist der Sohn eines Bischofs und es war klar, er muss die Stelle seines Vaters übernehmen. Das wollte er aber nicht, wie das manchmal bei Söhnen und Vätern so ist. Eine Bischofsdynastie der frühen Zeit. Basilius eigentlich ganz ähnlich. Beide studieren zusammen in Athen. Beide sind sehr, sehr eng befreundet. Die Athener Philosophenzirkel wollen beide behalten. Und bei dieser Entscheidung zeigt sich ein Charakterzug, der beide bis zu ihrem letzten Atemzug begleiten wird. Basilius entscheidet sofort. Er ist der geborene Führer. Gregor zögert. Gregor möchte gerne einen Kompromiss schließen. Er möchte es allen recht machen. Deshalb ist er so ungeeignet für ein Bischofsamt. Das kann man nämlich gerade in diesem Amt nicht brauchen, obwohl es heute im Profil, glaube ich, von den vatikanischen Stellen noch angefragt ist, ob man die Fähigkeit hat, es allen recht zu machen. Damals ging das nicht. Deshalb ist Gregor von einer Stelle auf die andere geflüchtet, von einem Bischofsstuhl zum anderen, nachdem ihn schließlich Basilius im Laufe der Jahre gezwungen hat, Bischof zu werden, und er ließ sich von ihm weihen. Aber das war einem bestimmten Kalkül geschuldet, einem politischen. Auch das Zustände, wie wir sie uns kaum vorstellen können, dass der Kaiser direkt eingreift in den Zuschnitt der Diözesen, in die Zuständigkeit der Bischöfe, auch in die Lehre. Da ist er bei Basilius aber an den Richtigen geraten. Was diese beiden Männer so groß macht, das ist das, was heute bei uns nicht nur in Theologenkreisen verschrien ist. Das kann man auch immer wieder im Spiegel lesen. Dass sozusagen die schöne, nette Botschaft Jesu durch das Griechentum und die griechische Philosophie vollkommen verdreht und verfälscht wurde und dann dieses verkorkste Gebilde von Kirche herauskommt. Die Tage noch erzählte mir jemand, dass allen Ernstes Priester gibt, die in Seminarien erzählen, der heilige Martin von Tours hätte das Priestertum erfunden. Das gäbe da eigentlich gar keinen Anhaltspunkt für. Das ist eine interessante Note bei Martin. Das wusste ich noch nicht. Das ist eine These und eine Theorie, der viele heute aufsitzen. Die gleichen Leute scheuen sich nicht, heute zu sprechen von der Wichtigkeit der Inkulturation. Die Kirche müsse doch auf die Gesellschaft zugehen. Ja, natürlich. Was tun denn Basilius und Gregor anderes? Sie deklinieren auf allerhöchstem intellektuellem Niveau die Philosophie ihrer Zeit auf das Evangelium hindurch, dass sie nicht neu schreiben, sondern ernst nehmen, schauen nach Berührungspunkten. Dazu muss man natürlich was im Kopf haben. Dumm rumreden kann jeder. Und das tun die beiden. Sie gehören zu den Besten, die die antike Philosophie hervorgebracht hat. Bei Gregor scheint es mehr wirklich der klassische Bildungskanon zu sein. Bei Basilius, bei all seiner Größe und auch seiner Wichtigkeit, etwa dieser großen Schrift über den Heiligen Geist, über das Pneuma Gottes, bei Basilius ist es noch etwas anderes. Er sammelt, wie sehr viel später Franziskus, alle möglichen heretischen Gruppen, die aus diesem Geflecht von Staat und Kirche ausbrechen wollen, aber die dennoch einen Funken des Evangeliums in sich tragen, sammelt er sie und stellt sich an die Spitze des Mönchtums. Das ist wohl seine größte Leistung, diese Bewegung in Griechenland, im Osten des Reiches, heutiges Griechenland, im Osten des Reiches gesammelt zu haben, dass sie nicht fahrig wird, zerfasert, und damit Kraft verliert, sondern sie wirklich kraftvoll zu machen als eine Bewegung innerhalb der Kirche, wie wir sie heute so dringend brauchten.
Benedikt wird in seiner Regel auf Basilius immer wieder zurückgreifen. Keiner, der über das Leben, das evangelische Leben nachdenkt, nach dem Wort der Schrift, der nicht Basilius konsultieren müsste, um überhaupt ein schlüssiges Leben im Sinn des Evangeliums gestalten zu können. Das ist die Kraft dieser beiden Männer, deren Leben und Lebenslauf uns in manchen Punkten so fremd erscheinen mag und die doch mit der Art, wie sie es taten und der Kraft ihres Intellekts und der großen Geisteskraft und Glaubenskraft uns heute nahe sein sollten. Wir brauchten ihre Ideen im Heute sehr dringend.